Hold up. Moin Moin und herzlich willkommen hier zu DLP-TV. Ja, heute sind wir wieder im Wald angekommen. Hier bei The Forest und wir machen heute hier weiter. Jetzt haben wir gerade einen Vogel gekillt. Gekillt haben wir den. Was kann man hier machen? Aha. Wir könnten ihn mitnehmen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Und ja, wir werden heute mal hier schauen, dass wir uns eine kleine Hütte bauen. Ich habe nämlich, konnte nämlich nicht speichern. Das letzte Mal. Ja, weil ich noch kein Lagerfeuer gebaut habe, dass ich hier speichern konnte. Und jetzt muss ich das erstmal neu anfangen. Aber das war nicht so schlimm. Ich war ja noch nicht so weit. Und werden wir heute mal sehen, dass wir uns mal einen Platz suchen. Hier bei The Forest. Und dass wir da unser Lager aufbauen. Wir müssen immer noch aufpassen. Hier sind wir nämlich noch Kannibalen. Einwohner, die uns fressen wollen. Und deswegen müssen wir hier ein bisschen auf der Hut sein und müssen uns erstmal einen geeigneten Platz finden oder suchen, wo wir heute bleiben. Dass wir auch speichern können. Ich nehme hier mal ein bisschen Stickies mit. Gut, Steine haben wir genug, aber Stickies werden wir definitiv noch mitnehmen. Wo geht's denn hin? So, da werden wir mal gucken hier, was wir so Schönes finden. Und wo der beste Platz dafür ist, ich weiß es auch noch nicht. Ich hatte schon mal angefangen hier, das ist aber schon länger her, da hatte ich mal einen richtigen Platz, aber fragt mich jetzt bitte nicht, wo dieser Platz war. Da müssen wir erstmal gucken. Ja, was es alles so Neues gibt, kann ich euch auch noch nicht sagen, das müssen wir alles erstmal rausfinden. Und ja, wie gesagt, also ich muss jetzt bis zur Nacht mindestens erstmal ein Lager finden. Und das wird das große Problem sein. Ich werde jetzt erstmal hier ein Lagerfeuer bauen. Ein Lagerfeuer. Da werden wir gleich mal hier das große nehmen. Ja, uns fehlen noch zwei Steine. Und Sticky können wir auch nochmal mitnehmen. Jetzt dürfen wir das bloß nicht aus den Augen lassen. Hier haben wir noch einen. Wo haben wir denn noch einen Stein? Das ist blöd. Brauchen wir nicht. So, wo haben wir denn noch einen großen Stein? Ein Sticky. Werden wir mal gucken. Wo wir am besten irgend... Können wir die essen? Die können wir essen. Das ist super. Also haben wir schon mal Vorrat hier. Das ist gut, weil die wachsen nach. Los, ich brauche jetzt noch einen Stein. Ich brauche jetzt bloß einen Stein. Wo ist hier noch ein Stein? Ja, Stickies nehmen wir mit. Stickies können wir immer gebrauchen. So, wo ist denn jetzt hier noch ein Stein? Also das ist kein Stein, sondern ein Ziegel. So, liebe Freunde, da haben wir erstmal unser Feuer und wir haben eigentlich auch ganz richtig gebaut, weil hier haben wir eine gute Nahrungsquelle. Machen wir uns erstmal hier ein Feuerchen an und ja, hauen wir erstmal ein bisschen drauf. Und jetzt bauen wir noch uns ein Shelter. Ein Shelter ist eigentlich nichts anderes als ein, ja, wie ein kleines Zelt. Und das werden wir gleich mal hier hin zimmern. Ja, wir brauchen noch Blätter und Holz. Dann werden wir das mal suchen gehen. Das sieht ganz gut aus hier. Das nehmen wir gleich mit. Und ja, habe ich doch eigentlich schon mal einen guten Platz gefunden. Jetzt finden wir hier auch wieder Steine wie Angro. Nein! Nein! Die bösen Nachbarn! Sie haben uns gefunden. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut, weil ich bin noch nicht fertig mit Speichern. Jetzt brauchen wir noch Blätter. Den Kanickel nehmen wir auch mal mit, dass wir was zu essen haben. Und ja,
Das war eigentlich jetzt blöd, weil ich wollte den eigentlich gar nicht kaputt schlagen. Fühle mich gerade wieder so scheiße beobachtet hier. Die nehmen wir auch noch mit. Danke für dein Fleisch und für deine Rüstung. Und ja, wir haben ja Essen. So viel wir brauchen. So viel können wir gar nicht essen hier. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt so schönes. Ja, Blätter haben wir noch nicht so viel. Also müssen wir die noch sammeln. Sticky, sticky, sticky. Oh, was haben wir hier noch alles? Schön. Wir sind ja an der richtigen Quelle gelandet. Besser hätten wir gar nicht parken können. So. Haut ab! Ich will mit euch nichts zu tun haben. Elender Kunde! Haut ab! Na! Oder schick euch den Basti vor der Haustüre. Und dann habt ihr Probleme, klopft mal. Haut doch jetzt mal ab, du Elender! Möchte gern Hippie! Drecki. Na! Guckt euch das an, liebe Nachbarn. Und lernt raus. So, ein Backenzahn haben wir auch. Das dürfte theoretisch auch neu sein. Und was haben wir jetzt hier? Ach, wir können den jetzt anpacken. Aha. Den gibt's heute zum Abendbrot. Den gibt's heute zum Abendbrot. So. Nur, dass sie gleich klar sehen. Aber nicht mit Commander. So, perfekt. Wir speichern gleich. Wie sich das gehört. Oh. Super, Truber. Hier vorne läuft noch ein Kanickel. Das nehmen wir noch mit. Dann gibt es heute fein Kanickelbraten. Und als Nachtisch gibt es Nachbarn. So, wir brauchen eigentlich noch nichts zu essen. Das sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Wir machen mal noch ein bisschen Feuer hier. Und nehmen den noch mal mit. So. Jetzt suchen wir mal noch hier ein bisschen was zusammen, dass wir unser Zeug alles voll bekommen hier. Dass wir nicht mit leeren Händen da stehen. Und da werde ich auch gleich mal was anderes bauen noch mit. Dass wir auch mal ein bisschen was lagern können. Was haben wir denn da so Schönes? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das könnten wir eigentlich theoretisch gleich hier hinbauen. Ja. Super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wo tun wir denn mal unsere Leiche hin? Unseren Einwohner. Den hauen wir mal einfach mal hier hin. Und ja, wie gesagt, also das ist erstmal nur ein ganz improvisiertes Lager. Also ich werde da noch größer bauen. Aber ich brauche ja erstmal zum Anfang zumindest was. Aber ich denke mal, hier in der Ecke werden wir bleiben, weil wir haben eigentlich, wir haben ja alles hier. Essen. Böse Nachbarn. Hä, Basti? Böse Nachbarn. So, wie gesagt, wir sammeln jetzt erstmal hier alles ein, dass wir erstmal ein bisschen Ressourcen haben, dass wir auch richtig anfangen können mit Bauen. Und ja, dann werden wir auch gleich nochmal den hier umhauen. Oh, was läuft da? Komm, bleib hier, 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 bleib da. Wo ist er denn jetzt? So. Da werden wir uns gleich mal eine Rüstung dranhauen. Ja. Aha.
So, das sieht schon mal gut aus. Halt. Hier können wir auch mal wieder neu tun. In unser Lager. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da neu geht, aber das werden wir sehen. Und ja. Hauen wir noch das Zeug rein. So, haben wir jetzt noch hier einen? Nee, doch hier haben wir einen noch. Und hier haben wir noch auch noch einen. Dass wir erstmal unsere Lager voll haben, dass wir hier nicht erstmal rumsuchen müssen. Hier hätten wir auch noch ein paar Blätter gehabt. Aha. Den Stein brauchen wir nicht erstmal. Na, was war das gerade? Ja, das Gute ist ja, es wächst hier alles nach. Also damit dürfen wir heute hier keine Probleme haben. Oder irgendwann, dass uns das Holz ausgeht. So, nehmen wir hier noch alles so schön mit. Ja, wenn das Lager nicht reichen sollte, bauen wir noch ein zweites. Wer hat, der kann, ne? So. Halt, was lag hier noch? Hier lag noch ein Stein. Den können wir auch nicht mal mitnehmen, gut. So, viel mehr dürfte jetzt eigentlich gar nicht reingehen. Und wir speichern nochmal ab, dass uns das nicht verloren geht. Speichern ist immer gut. So. Ja, ich wollte eigentlich schon mal hier vorgehen. Hier irgendwo war doch hier das Lager. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles so gekriegt? Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus für das Erste. So. Können wir mitleben. Dann werde ich jetzt mal hier noch sammeln. Ist hier das Allergrößte, was wir hier machen können. Und das Wichtigste. Was haben wir hier noch? Eine Flasche. Oh, der sieht ein bisschen erledigt aus. Was liegt da noch? Na! Du elender kleiner Kulpel, du! Na! Nein! Oh! Du, willst schön, kommst gleich zu deinem Freund. So, klack. Und dann waren es auch schon zwei. So, jetzt hat es mal gerade mal ein bisschen gehangen. Na. Was war jetzt? Ich hab euch gehört, ihr. So, gut. Dann werden wir gleich mal sehen, ob wir hier noch was finden. Wenn nicht, werden wir gleich mal was anderes bauen. So, das wird wohl nicht mehr rein gehen. Nee, das geht leider nicht mehr rein. Also müssen wir dann... Na. Bleib ja zurück. Die mögen uns. Jetzt sieht aber unsere Gesundheit gar nicht so gut aus. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir ein bisschen auf Abstand bleiben. Na! Ja, ja. Ich weiß. Ich bin angeschlagen. Gut, danke. Ich habe nichts zu befürchten. Ihr habt auch nichts zu befürchten. Die zwei Menschen waren im Flugzeug. Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass du sauer bist. Ich kann aber auch nichts dafür. Wir essen gleich mal was. Dass unsere Gesundheit ein bisschen mehr wird. Komm her, komm. Blöd, Mann. So. Krieg dich. Nein. Ist jetzt nicht wahr. Hallo. Bin ich denn jetzt gelandet hier? In einer bumsigen Höhle. Hoffentlich finden wir unser Dings wieder. Ah.
Eine Höhlenkarte. Ist ja mal richtig schön. Können wir hier durchgehen. Ja. Hier hängen Zähne, das ist ja sehr, sehr schön. Das macht mich echt ermutigen, hier weiterzumachen. So, was haben wir hier? Was jetzt? Es ist dunkel, oder was? Ach so. Da können wir uns runterangeln. Aha. Das ist neu, definitiv. Und wir müssen irgendwie mal was essen, dass wir hier mal ein bisschen auf Gesundheit kommen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir trinken mal hier noch ein bisschen was. Medizin. Medizin ist immer gut. So, und dann werden wir mal hier ganz langsam und ganz leise hier weitergehen. Ne? Und nicht schreien, dass man hier jedes Monster aufwachen lässt. Ach ja. Wo komme ich denn hier hin? Wo komme ich denn hier hin? Hallo? Nein! Na, mach's Licht an! Nein! Du Blödmann, du! Was willst du denn? Hab ich dich gerade bei irgendwas gestört und warum bist du nackt? Nein! Nein! Ha! Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Wir sind gekillt, liebe Freunde. Das kotzt mich aber jetzt ein bisschen an, dass ich schon wieder in der zweiten Folge hier getötet wurde. Das tut mir echt leid, aber das gehört wahrscheinlich hier dazu. So, wir laden jetzt. Wir haben ja Gott sei Dank gespeichert. Und ja. Hängen. Wir hängen. Ja, jetzt geht's wieder. Lol. So, wir haben jetzt gerade irgendwie ein bisschen nachgehangen. Aber das ist ja, wie gesagt, nur eine Alpha-Version hier. Und dann kann das locker passieren. Das nehme ich auch nicht so übel. So, wie gesagt, wir sind gerade gestorben. Wie auch immer, Bruder. Und unsere Freunde sind weg. Die haben sie gerade weggebracht. Und ja, toll. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Wir haben nichts mehr. Nein. Ja doch, wir haben schon was, aber nicht das, was wir in der Höhle gefunden haben. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt noch irgendwas Schönes, was wir gebrauchen könnten. Gucken wir mal. Ach nee, das war das Falsche. Was haben wir denn so Schönes noch da? Wir werden uns ein Baumhaus bauen. Das wäre sehr günstig. Was bauen wir denn da mal? Ein Baumhaus wäre nicht so schlecht. Jo. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen viel und alles. Nebenbei müssen wir wieder mal unsere Umgebung beobachten. Da hauen wir erstmal den Baum jetzt hier um. Na komm. Wir hatten das Holz. Wink. So, das ist erstmal schöner, dass das jetzt nicht mehr so macht. So, ein paar Stufen haben wir schön, das ist sehr, sehr gut. Wo ist jetzt unser zweiter Baum hingefallen? Hier hinten, glaube ich, ja. Die rollen nämlich schon wieder sehr, sehr schnell weg. Können wir jetzt auch schon... Oh, wir können keine drei öffnen. Ich wollte gerade sagen. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Ein Baumhaus wäre sowieso ganz günstig hier gewesen, dass wir auch mal zurück fallen können. Hier nehmen wir noch mal ein bisschen was zu essen mit. Na komm doch nun mal her, Junge. Mann! Nein! Ich mach mir ja eher was kaputt. So. Wo sind denn jetzt noch welche hingefallen? Sind hier runter welche gefallen? Nee. Keine.
So, da haben wir jetzt hier den Bogen. Ja, wir sind schon wieder schwach wie so eine Kirschenmaus. Müssen wir ein bisschen mal was essen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns da mal was auf den Rost schmeißen. Oder auf den Grill. Aber ich möchte zumindest mal mein Baumhaus fertig haben hier. Ah, Soundeffekte sind auch besser geworden. Tuck, 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 tuck. So, was brauchen wir, wo sind jetzt die anderen hin? Das war noch nicht so. Gut. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Also, Mensch. So ein Baumhaus hätte ich gerne als Kind gehabt. Aber keiner hat es mir gebaut. Und ich hatte immer so zwei linke Pfoten dafür. Oder kein Platz. Ach man, sind schon wieder müde. Hau den Baum um! Meine Fresse! Baum fällt! So, liebe Freunde. Jetzt werden wir noch die anderen Stämme holen, die wir uns hier gehauen haben. Wird nämlich schon wieder dunkel hier in dieser Bärenhöhle. So. Guck mal. Wir brauchen wieder einen Baum. Ich möchte das zumindest fertig haben, aber ich habe die Vermutung, dass uns das nicht gelingt. Und meine Kondition schon wieder so erledigt. Ja, hier vorne geht die Sonne unter. Wir haben gleich großes Problem. Ja, weil wir sind hier volles Angriffsziel für die Idioten. Ja, macht ja wirklich keine Geräusche hier. Ja, und zieht ja keine Menschenfresser an. Komm, fall mal gleich in die Richtung. Ich bräuchte mal so eine Fackel oder so. Das wäre mal nicht schlecht. So, ich würde jetzt mal sagen, bauen wir mal uns mal noch eine Fackel hin, dass wir zumindest mal ein bisschen Licht hier drin haben in der Sache, wenn ich jetzt gleich finde. Ja, gibt es da noch ein anderes? Fire. Ah, wir brauchen schon wieder Stecke hier, aber die haben wir uns ja gesammelt. Wunderbar. Wir machen jetzt mal noch ein bisschen Feuer. Und wir nehmen uns mal was in der Hand. So, jetzt dürfte reichen. Zumindest, dass wir hier mal ein bisschen was auslöschen. Dann würde ich sagen, bleibt mal gleich erstmal hier. Hau mal noch den Baum hier um. Dass wir endlich mal unser Baumholz fertig bekommen, dass wir dann im Notfall auch mal da hoch klettern können, wenn es wirklich zu eng ist. Ja, danke. Das meine ich. Wenn wir jetzt, könnte man theoretisch hochgehen, aber ich werde mal schnell speichern. Dass wenn wir jetzt gleich wieder tot sein sollten, was ich was denke, dass wir das, was wir schon gebaut haben, zumindest, dass uns das nicht verloren geht. Und ich traue mich ja gerade nicht weg aus dem Licht. Ich habe Angst, ich werde ja gleich überfallen. Aber das müssen wir leider eingehen. Im Regelfall in der Wirklichkeit würde ich jetzt nicht einen Baum schlagen. Alleine schon, weil es
unmenschlich Krach macht. So, da haben wir das jetzt mal noch dran hier. Ja, wir brauchen noch zu viele Stämme. Wo ist jetzt der Baum hingefallen? Wo ist er denn? Verdammt. Hab ich einen Baum verloren. Hauen wir. Wir haben irgendwas gesammelt. Das sieht man unten links. Ach so, man sieht da hier die Schläge oder was? Ah, wir sehen da, was wir zur Verfügung haben. Das ist gut. Nein! Ah, wo kommt denn ihr her? Das ist ja totaler Hinterhaltangriff gewesen hier. Na! Großer Häuptling! Verbrenne! Verbrenne! Ja, und du? Hast du deine Tage? Nein, 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 nein! Ja, das war mir klar. Das habe ich vorhin gemeint und ja, würde ich sagen, ja, lassen wir es für heute gut sein. Wir haben viel geschafft. Und was ist denn das für eine eklige Kacke hier? Oh. Na. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, lassen wir es gut sein für heute und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, ein Abo oder einen schönen Kommi. Bei Facebook oder bei YouTube und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Danny zu DLPTV. Make the strings louder.